Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und heute nehme ich das Wettbewerbsgefecht. Das ist der erste Durchgang live auf. Mit dabei ist der Didibra, der Panzer 1603, meine Wenigkeit, und als Ehrengast der Burgelkat, der uns mit seinem Wolverine unterstützt. Legen wir los. So, also rechts rum, ne? Jo. Und moin moin und der beste mögliche Gewinn. Genau. Viel Spaß und ab dafür, sag ich nur. Yep. Wir fahren aber jetzt oben rum an dem Bunker vorbei, ne? Genau. Notfalls kann man sich da auch verschanzen. Der Bügel wollte uns... Du wolltest uns eigentlich von hinten unterstützen und jetzt fährst du vorne weg, die Schmitzkatze. Führungsfahrzeug. Ja, ich muss dir möglichst die Freifläche überspringen. Geschwindigkeit ist der beste Schutz in dem Fall. Korrekt. Komplett bis hinter. Komplett bis hinter, ja, ja. Richtung A1 und dann... Links blinken. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Wertungstreffer. Denkt dran, wenn es geht, Fokusfeuer zu machen, wenn ihr rascht. Mein Spiel, also das Aufnehmen und das Spielen ist, glaube ich, für meinen Rechner ein bisschen problematisch. Fängt er an zu mocken? Das Bild tut ein bisschen huckle. Ihr seid noch bei mir? Ich habe jetzt gerade mal umgedreht, weil ich nicht will. Ich will bleib beim Burgel. Nee, gib Gas, ich folge, das passt schon. Ihr sollt zu dritt raschen. Okay. Und zu dritt die wegfokussieren. Ich komm, also macht langsam, ich komm. Wo fährt der denn hin? Der wird dich jetzt im Wasser ersäufen. Burgel, nehmen raus. Ja, fahr durch. Da komm ich nicht dran. Da kommt nicht dran. Aber der ist da ohne, der kommt nicht mehr hoch. Boah, du hast dich selbst aus dem Spiel genommen. Schön doof. Ich seh sie nicht mehr. Nein, unzweckmäßig. Unzweckmäßig. So. Das ist, der sagt als der Burgel und der Oberst Leo sagt das auch immer als unzweckmäßig. Ein passendes Wort. Ja, ist ein militärischer Sprachgebrauch. Man kann ja nicht sagen, war. Ja, ne. War scheiße. Andere Worte, ja. Ja. Achtung, links. Ziel erfasst. Help. Ist es denn wahr? Die Jagdpanzer sind alle zurückgeblieben. Ziel erfasst. Wir haben das Ziel verloren. Kette wurde getroffen. Sie kann ich jeden Moment reißen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Feuererlaubnis erteilt. Ja. Ich sehe sie nicht mehr. Da ist jetzt der Großer, der wird jetzt mit der HE-Wumme schießen, pass auf. Ich spiel Holzfäller, von hinten kommt ein Marder. Den hab ich hier im Griff. Der 2G ist raus aus dem Loch? Nein. Der ist da immer noch im Loch. Boah, da kommt er auch nicht mehr raus. Von hinten kommt der 2G8, von hinten kommen sie jetzt, die Jungs. Ja, dreh. Oh. Cruiser von hinten, toll. Feuererlaubnis erteilt. Bin raus. Ich hab's gesehen.
Der Cruiser da hinten macht das richtig. Ihr habt nicht mehr viel, gell? Warte, den hol ich mir. Der steht da hinten am Stein. Wenn er rauskommt, nehmt ihr den Ich-Treiben raus. Wen haben wir da noch? Ein zweites, ein Panzer 2G eiert hier noch oben. Der ist der, doch. Nee, der ist doch da im Wasser. Achtung, ach ja, deckt mich. Ja. Feuer erlaubt. Warte. Ich hab nämlich mehr viel. Schon mach langsam. Ziel erfasst. Er will mich haben, weil ich so wenig HPs noch hab. Didi, du könntest sonst auch nach D3 fahren. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Position. Weil das kriegen sie zu zweit hin. Dann fährst du ihn von hinten, an, von der Mitte an, die Richtung, die du drauf hast. Der kommt zu an ihn ran. So, nehmen wir mal raus, damit wir das Spiel beenden können, genau. Ich komme jetzt gar nicht drüber, gell? Es ist aber kein großer Umweg, ich muss ja dann darüber fahren. Allerdings... Gegner-Virus ist versunken. Ah, er hat sich selber... gut. Ist versunken. Also. Er wäre ja eh nicht mehr rausgekommen, deswegen war er auch gut. Ey, Burgel, beinahe ein Krieger, oder wer war das? Ich? Ah, nee, Smegol. Die Jew, so. Sie mir böse? Vor allen Dingen, da hat doch einer über 400 Schaden. Ich weiß gar nicht, wieso sie rumheulen, dass sie keinen Schaden machen. So. Das hatte mein Sohn, 0. Haha. Okay. Ach, Dark Pur hat zugeschlagen. Keine Wertung. So, sollen wir jetzt die Burgel nochmal außer vor lassen? Oder sollen wir... Nee, könnt ihr gerne machen. Sie überraschen halt. So. Ich habe auf Zuschauer geschaltet. Ja. Ich soll dich noch von DWXNC grüßen. Von dem anderen YouTuber, der bei mir noch verlinkt ist. Ja, danke. Dark Pur hat geschrieben, was? Es hat geheißen Damage. Nee, ich hab doch geschrieben. Ich hab's gesagt gehabt, sie müssen gewinnen oder unentschieden. Also, nimm Damage, sonst nee, ist es Mitternacht. Hast du auch im Video gesagt, um Damage geht's. Ja. Egal, ob sie gewinnen oder nicht. Nimm Damage, sonst sitzt du hier bis Mitternacht. Okay. Genau. Drei Spiele, Damage und fertig. Und danach verlost, zählen wir aus, rechnen zusammen und okay. Dann gibst du den Sieger bekannt. Okay. Das war Rennen 1. Weil, wie Burgel gerade sagt, den spielen wir morgen noch. Weil warte mal, da gehe ich jetzt hin und mache jetzt die Auswertung. Moment, ich tue jetzt das Ausdrucke. Weil du hattest ja Wartezeit, bis die letzten hier angekleckert sind ewig, dann hast du ein Übungsgefecht gehabt, jetzt noch zwischendurch Leerlauf. Das dauert eineinhalb, bald zwei Stunden und wenn du nur Sieg machen willst, sitzt du ewig. Ich gebe dir ja recht, lieber Burgel. Hinterher, wenn es spaßig ist, können gerne noch Runden gefahren werden, aber ohne Verlosung halt. So. Also,
Sind Sie jetzt drauf eingestellt oder nicht? Ist egal, ihr könnt nicht unten am Wasser lang, da schießen euch die TDs auf Entfernung zusammen. Ja. Also was machen wir? Also unten am Wasser, genau, die schießen uns, wir müssen wieder oben. Also dasselbe nochmal. Genau, machen wir einfach nochmal. Beim dritten Mal können wir ja was anderes machen. Und schön zusammenbleiben. Ja. Ihr seid ja bei mir, ne? Ja. Burgi, wie siehst du das überhaupt, das Spiel? Ich sehe die ganze Minimap und beide Teams, aber ich verrate euch nicht, wo die sind. Ach, du siehst jetzt beide? Ja, als Zuschauer kann er alles sehen. Okay, Burgi, was soll ich dann bieten, dass du jetzt die Judas spielst? So viel kannst du gar nicht bezahlen. Du könntest mir alle möglichen Jungfrauen bieten, gibt's trotzdem keine Info. Guck mal, der Passi ist wahnsinnig, der spielt der Panzer 1C. Was macht er denn da für einen Scheiß? Ja. Ihr seid bei mir, ne? Ja, ich bin nur ein bisschen langsamer als ihr beide, ne? Es kann jetzt passieren, wenn die jetzt auf mich losballern, dass mein Rechner zusammenbricht. Weil ich ja aufnehme und spiele. Glaubst du, dass die jetzt daneben an der Ecke stehen und lauern? Ich denke mal, die stehen in der Basis im Camp. Er ist kontraproduktiv. Ich sehe sie nicht mehr. Oh. Von hinten. Er misst hinten. Ich habe gesagt gehabt, hinten Deckung. Einer muss hinten Schutz suchen. Ah, das ist. Einer wollte ja hinten. Ein C kann ich nicht sehen. Wir haben das Ziel verloren. Irgendein Panzer 2G hat mich getroffen, aber den sehe ich auch nicht. Achtung Jungs. Feuer, oh, ich komme. Rechte Seite macht mich eine Zoom auf. Pass auf, da ist es so, die stehen doch dahinter, der 1C. Ich hab ihn. Im Visier, aber ich komme nicht ran. Bereit zu feuern. Ich sehe sie nicht mehr. Und er ist schon wieder zu. Oh, ich krieg aber Feuerwerk hier. Yep, hinter der 1C. Ja, der ist aber sehr, sehr, sehr schnell. Boah, ist ja abartig. Mir macht eigentlich momentan der 2G mehr Sorgen. Oh, und da steht noch ein T-46. Ich kriege Feuer und sehe keinen. Da kommt zurück, da deckt dich nämlich auf. Guck, die sind ja mich jetzt vorbereitet. Krieg ich auf die Schnauze. Ja. Ich setz mal zurück, ich versuche mal den 1C auszuschalten, ja. Das wird nichts sein, weil wenn du zurücksetzt, dann bist du auf und die schießen dich zusammen. Warum hat der den 1C gemacht? Na egal, sein Problem. Verballer Munition wie ein Weltmeister. Ich krieg von allen Seiten, das geht gar nicht. Ja, die wollen halt gewinnen. Ja, ich krieg auch gleich, hier kommen sie jetzt von allen Seiten. So, die Rad habe ich. Steht gut in meiner Kuhle, ihr müsst ein bisschen höher kommen. Aber ja, guck, du stehst da gut, du hilfst mir aber nicht. Ich hab selber drei vor mir. Sofern ich mich bewege, bin ich weg. Wirklich? Ich bin raus.
nicht ran. Jetzt rasch da. Das sieht aus wie ein Wolfsrudel und Didi ist es Lamm. Didi ist es Lamm. Guck mal, überlege mal. Also können wir so nicht nochmal machen. Nee, wenn wir ein bisschen die Burgelkarte mit dazu nehmen. Das ist doch. Nee, nicht immer das. Wenn, dann müssen wir verteidigen. Sobald die uns auseinander haben, einer deckt auf, sie machen es schon richtig. Ja, jetzt machen wir mal ein schönes Bild. Moment. Halt, nee, ich muss hier erst eine Teamauswertung machen. So, jetzt gucken wir mal da. Guck, wie ich gesagt habe, ich wollte dich ja doch sagen, ich wäre jetzt nicht. Wir haben jetzt gewonnen und jetzt müsste man es eigentlich werden. Alles andere ist Kokolores. Jetzt haben wir aber schon zweimal gesagt, Runde 1 und Runde 2. Jetzt fehlt nur noch Runde 3. Ja. Finale Runde. Finale Runde. Hast du die Aufnahme mal gestoppt? Nein, läuft alles durch. So, Burgl, machst du wieder mit? Wenn ich darf. Ja, ja, mach mit. Ich nehme jetzt mein KV1. Nee. Jetzt nehmen wir 3 Zehner. Da lachen. So. Burgl, hast du irgendwelche Vorschläge? Tja. Mal nicht. Mein Vorschlag ist, ihr rascht so grob wieder, aber bleibt dann erstmal auf A5 stehen und ich guck hier hinten, was los ist. Und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr wieder zurückfahrt, die veräppelt, oder ob ihr die alte Strecke fahrt. Und unterrum will mein Schiff wäre nix. Nee. Ah, Burgl hat aber recht, wenn wir jetzt dort hochfahren, können wir alle runter gucken. Das passt schon. Er kann von Weitem rein, weil wir decken so auf. Das wäre wahrscheinlich... Also fahren wir rüber zum Bunker. A5. Ach, Kalle, dann, du. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr wieder zurückkommt oder durchstoßt. Didi, lege Brikett auf oder eine Schaufel Koks? Ich geb schon Gas. Ja, wo fährst denn du hin, Burgl? Ja, ich guck hier. Ja, aber du kannst Waffen negativ Richtbereich passt. Ja, aber du kannst uns von der Position nicht helfen, weil du nur in die andere Richtung schießt. Ja, ich weiß. Wir fahren ja aber nicht durch, Joe. Wir bleiben jetzt hier irgendwo, oder? Weiß ich. Die kommen aber jetzt hier. Und ich werde mich gleich verschieben. Ach, komm mal, der clevere Burgl. So. Ja, Jungs, was macht dann jetzt? Das könnt ihr nicht machen. Da muss man decken. Ich komme ja schon. Da muss jetzt doch jemand decken, der könnte euch nicht da vorne hinstellen. Und jetzt komme ich zu eurer Seite und schau. Jetzt denken sie, ich würde da stehen. Harte Taktiker. Pass aber auf und winkel dich an. Du kannst hier wirklich in der Mahlzeitstellung dich hinstellen, Didi. Auf so richtig, ja, noch richtig winkle, massiv winkle, weil du hast ja 50-50, also ist das völlig wurscht. Genau, und der Mario guckt vorne raus und wir gucken hier raus. Und du musst bloß stehen bleiben, Didi. Hast du Schere-Fernrohr dabei? Jawohl, ja. Genau. Rechts vom Cruiser ist es in Bäume gefallen. Oh. Das ist ein Witz. Die sind echt aufgegangen. Als der Parsi schon Mitte auf der Gasse stand, habe ich ihn... Los, schießen weg!
kriegt die Kanone drunter. Hä? Spielt hier eine Arti? Achtung, hinter. Hinter dir, Burgel. Ja, ich dreh mich schon. Schon erkannt. Nee, ich dachte das nur, ich will ja nur helfen. Tschö, warte. Da steht noch der Cruiser. Ich weiß. Steht ein Cruiser und da hinten stehen bestimmt noch Jagdpanzer. 100%. Ich lass euch alleine. Hä? Sehr schön. Mathe? Feuererlaubnis erteilt. Willst du angreifen? Genau so. Fahrt aber nicht ganz so weit vor. So, stopp, ich zieh nach. Wo sind Sie hin? Was war das denn? Alter. Komm mal, Moment. Jetzt. Haben wir dann noch? Der Valentine. Der steht bei dir. Genau, jetzt kennen. Rumgefahren, weil ich nicht drauf geguckt habe. Ich weiß nicht, was der Typ da, diese Virus 3D mit seiner Auslosung hat. Hier gab es keine Auslosung, hier gab es nur Gewinn. So. Vogel hat schön mitgemischt. Wunderbar. Klasse. Schön. Aber trotzdem ja, gibt es ja, hier. Ja? Mit drei Mann schwierig und mit vier Mann ist man wieder zu stark fast. Ja, mit drei Mann ist es sehr schwierig. Mit vier Mann kann man einfach mehr alles decken. Ne? Man kann mehr Raum der Karte beherrschen. So, dann hätte man eigentlich alle Gefechte, ne? Und damit mache ich jetzt dann die Auswertung und dann gibt es drei Gewinner. Und diese Gewinner teile ich euch dann zum Schluss mit und verabschiede mich jetzt erstmal bis zur Auswertung. Bis später. Ja, kommen wir zur Auswertung.
Auswertung bei der ersten Runde, da war der Doug Poe mit 436 Schaden auf Platz 1, der Papa Schlumpf mit seiner SU-76 mit 256 Schaden auf Platz 2 und der Schrottplatz auch mit dem Valentine AT mit 240 Schaden auf Platz 3. Ich tue mich immer nur mit der ersten drei Plätze hier begnüge. Beim Verteidigerteam war das meine Wenigkeit mit dem RAM, dann kam der Panzer 1603, der Burgelkat und der Didibra. In der zweiten Runde, da war der Macalli mit seinem Panzerkampfwagen 2A mit 340 Schaden auf Platz 1. Der Killerschlumpf war auf Platz 2 mit 296 Schaden und wieder der Doug Poe mit seinem Cruiser MK2 mit 255 Schaden auf Platz 3. Bei unserem Team sind alle aufgeraucht worden. Da hat der war ich auf Platz 1, dann der Dilibra und dann der Panzer 1603 und der Burgelkat, der war hier nur Zuschauer. Weil wir in der ersten Runde gewonnen haben, haben wir gesagt, okay, in der zweiten Runde spielt der Burgelkat nicht mit. Und da hat man gesehen, dass es wirklich viel ausmacht, wenn ein Spieler weniger ist, wird man von den vielen kleinen Panzern zerlegt. Jetzt kommen wir zur letzten Runde. Da hat der Burgelkat wieder mitgespielt und da hat der No-Damage-Kalter gut abgeschnitten mit seinem Panzer 2, dann der Parsi mit seinem Cruiser MK2 und der Schrottplatz war hier auch gut dabei. Und dann kommt hier der Killerschlumpf und so weiter. Und da war der Burgelkat mit seinem Wolverine mit 5 Abschüsse auf Platz 1, dann kam ich wieder und der Didibra und der Panzer 1603. So, und wer hat jetzt in dem Gesamtergebnis vom Angreiferteam gewonnen, das verrate ich euch jetzt. Ja, und hier haben wir die Sieger vom Wettbewerb World of Tanks 3. Juni 2015. Gewinner auf Platz 1 ist der Doug Poe 510 mit 691 Damage. Auf Platz 2 der Killerschlumpf 2013 mit 501 Damage. Dicht gefolgt auf Platz 3 mit dem 1-Papaschlumpf-1 mit 498 Damage. Meinen Glückwunsch an die drei Gewinner. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe auch denen, die nicht jetzt gewonnen haben, die Skins verteilt. Wen ich da noch vergessen habe, wer keine Skinsammlung bekommen hat, bitte bei mir melden. Ich reiche sie gerne nach. Ja, ich wünsche euch bei World of Tanks weiterhin viel Erfolg und verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.